Oh, shit, ein Creeper direkt vor meiner Nase explodiert. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Power City mit einem total netten Herrn. Ja, guten Tag. Auch von mir an meiner Seite aus herzlich willkommen auf meinem Channel zur zweiten Ausgabe von Power City. Cool. Gehen wir auf den Server? Boah, das ist gerade echt laut. Gehen wir auf den Server? Ja, klar. Und los geht's, würde ich sagen. Und diesmal habe ich das Backstack-Chipping ausgewählt. Ich habe immer noch keine Antwort von euch bekommen. Ich bin so geil am Aufnehmen. Und ich ja, guck Wahnsinn. Mal zu meiner Turtle. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, was ich hier eigentlich gemacht habe. Sehr gut. Ich bin ja sowas von am Hungern, das gibt's gar nicht. Also wenn du irgendwas zum Essen zu scheren hast. Boah, ich habe auch nur ein Hühnchen. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir gleich mal los. Schwert in die Hand und let's go. Wo bist ja, du? Ja, ich sollte dir doch erst ein bisschen Eisen geben. Ja, ich bin unten bei meiner Turtle, ich komme gerade hoch. Wow, hier haben ja Leute schon richtig was losgebaut. Können wir ja gerade, wenn wir jetzt auf Golden warten, mal hier gucken, was am Start ist. Grundstück von Max. Cool. Okay, da hat schon was mal ein bisschen was denn? An Start. So, dann gehen wir mal da rüber. Was läuft hier? Such nach einem Schild. Grundstück von Max Acker Fighterboy. Der hat uns gestern ein Hühnchen gegeben. So. Das habe ich gesehen. Ja, das war cool. Hier ist ein Hühnchen, das lassen wir ihm aber selber. Und der hat hier schon ein bisschen was gebaut. Hat auch schon Kistchen und Ofen. Sehr gut. Aber wir sind so, sieht so aus, als wären wir alle auf einem ganz ähnlichen Stand bisher. So. Wo ist denn der Golden? Ich bin auf mein Grundstück gerade. Ich tue ein bisschen Eis in den Ofen und gebe dir was. Was brauchst du denn alles? Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil ich habe nämlich gar kein Essen mehr. Ich bin jetzt, habe jetzt noch 3 Stück. Ich werde gleich sterben. Ja, ja, klar. Was brauchst du kannst nicht sterben. Ja, ja, aber komm, lass einen Creeper kommen und dann... Ja, lauf mal zu mir. Wo bist du? Brauchst du ein Werkzeug oder so? Da bist du. Ich hab alles, ich muss nur loslaufen. Auf geht's. Ja, warte auf mich. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich versuch schon alles. Ich bin schon so schnell, wie es geht, aber... ja, dann, ich muss mir noch schnell eine Axt machen für ein Mach bisschen mal. Holz. Oh, wie aufregend. Ich sehe eine Kuh, ich sehe eine Kuh und ich sehe ein Hühnchen. Ich bin hier oben auf dem Berg auf der rechten Seite von dir. Wo? Ah, da. Weil es auch mein Berg ist. Oh. Ja. Dein Berg, dein Berg. Ich muss schon wieder spoilern. Schaut bei ihm vorbei. Ich finde seine Videos richtig geil. Dankeschön. Hat auch Spaß. Hier geht's los. So, ja, sehr cool. Aber dann haben wir hier zumindest mal gleich ein bisschen was zu essen. Und eigentlich müssen wir hier sofort einen Ofen hinstellen und loslegen, ja, oder? Von mir aus brate in meinen Ofen. Das ist nicht so weit. Und wenn Erz oder so drin ist, tu es einfach raus. Habe ich Kohle? Ja. Okay, ich gehe mal kurz zu deinem Ofen, weil ich habe nämlich absolut gar nichts mehr. Ich habe jetzt noch ein halbes... Essen am Start. Das heißt, bevor ich jetzt sterbe, mache ich mal kurz hier. Gehe ich mal kurz zurück zu Golden. Hast du schon Bett? Nope. Ja, okay, dann bringe ich dir auch mal ein bisschen Wolle mit. So, da ist ein Ofen. Okay, dann nehmen wir mal kurz sein Eisen raus. Dann packen wir deine Hühnchen rein. Dafür kriegt er von mir Kohle. 1, 2, 3, 4. Nur 4? Nur 4? Nur 4? Ja klar. Ja klar. Ich hab nur 5 oder was so. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Block? Ich hab Angst. Was hast du gefunden? Irgendwas, was leuchtet? Oh, ich hab vergessen, die Musik anzumachen. Ein weißer Block, der leuchtet. Ich hab ihn abgebaut, passiert nichts. So, Musik ist an. Und die Sonne geht unter, das heißt, wir werden gleich richtig schön viel Zombiefleisch zum Essen kriegen, hm? Ich brauchst du nicht. Ich hab hier, keine Ahnung, 10 Kühe oder so. Aber, Alter, das sind ja noch mehr. Du wirst mich verhungern.
Du, wir brauchen noch, ehrlich gesagt. Da ist doch Weizen in meiner Truhe, ne? Mhm. Du hast Weizen? Wie geil. Ja, aber nur zwei Dings. Da würde ich nämlich dann die Kühe einfach mal herlocken zu mir und dann mache ich mir so eine kleine Kuhfarm. Ja. Mache ich am besten. Ja, glaub schon. Mein Mikro, ey, was willst du von mir? Warum hängst du immer so an mir dran? Verstehe ich gar nicht. Das hat dich halt lieb dann. Schon wieder so ein Block. Was ist das? Das ist ein Snow Hive. Hive. Snow Hive. Ja, irgendein Hive. Irgend so was. Wird das schon sein. Ich komme. Du kommst zurück? Ja, mit richtig viel Fleisch für uns zwei. Sehr gut, ich habe schon ein bisschen was am Start. Dann werde ich hier mal ein paar Bäume abfällen. Ne? Mache ich auch gerade. Übrigens, ne Leute, wenn ihr auch unten in der Beschreibung guckt, seht ihr auch die ganzen anderen Kollegen, unter anderem natürlich den Trollboy. Jawohl, habe ich bei mir auch schon eingepflegt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen hoch für die anderen und abonniert die schön. Ist klar, ne? So, das gehört sicher. Ja. So, jetzt machen wir hier mal ordentlich Holz. Zu bauen wir mal schön ab. Unterstützung, also. Ich hoffe ja auch, dass mal ein Äpfelchen runterfällt. Weil so ein bisschen Obst zwischendurch ist auch mal ganz gut. Naja, also ich brauche bei meinem Steak jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Brötchen dazu. Ich schnitzel das mir einfach so rein in Minecraft. Also ich finde es ja schon ziemlich veganerfeindlich hier, die ganze Geschichte. Nicht, dass ich Veganer wäre, aber das gehört sich heutzutage eigentlich nicht. Man sollte wenigstens die Wahl haben. Und nur von Äpfeln, da musst du so viele Bäume fällen, das ist auch nicht unbedingt ökologisch. Ja, ne? So, also, wie viel Holz haben wir denn? Haben wir mal ein bisschen Holz? Da hinten, also, was ist denn das? Ich habe leider nicht so viel Wolle für dich gehabt. Ein Geschenk von... Was ist denn das? Hier steht ein Geschenk von Max Gangster. Ein Schneebienenstock, wie cool. Ne? Ne, ich habe ein Geschenk von Max bekommen, Bett, und ich habe mir gerade ein Bett gemacht. Also schenke ich dir dann das Bett. Cool. So, jetzt schenke ich ihm natürlich was. Ja, was könnte ich ihm schenken? Ja, lol. Ja, läuft bei mir, das schenke ich ihm einfach. Ich schenke ihm eine Kiste, wo einfach 5 verrottetes Fleisch drin ist. Sehr cool. Ich sehe noch gar keine Monster. Wo sind die denn? Ja, ich sehe auch. Doch, ich höre gerade was. Aber ich sehe keine. Oh Mann, jetzt habe ich mein Essen nicht gebraten. Oh, eine Spinne. Ich habe kein Schwert mehr. Ich auch nicht. Zack. Oder? Nö. Ich komme auch mal wieder zurück. Der Gangster hat ja auch ein Bett gemacht. Oh, Creeper! In der Stadtmitte. Ich will es nicht stopfen. Oh, Junge. Richtig knapp. Oh, ich habe ihn erledigt. Sehr gut. Ich bin halt der Babo. Nein, Creeper! Auf sein Grundstück. Vorsicht, Vorsicht. Nein, der ist schon explodiert. Auf sein Grundstück. Fuck. Ich stopfe das einfach zu. Ah, fuck. Warte, ich kann es jetzt nicht zustopfen. Ich muss erst zu mir gehen, was essen und dann ein Schwert. Sonst überlebt ich das jetzt nicht. Mal ein Schwert ja, eine gemacht. Spinne. Alter, ein Skelett ist auf Alter, was Spinne. Geht denn? Hilfe. Hilf mir. Ich hab's ja erledigt. Oh, Bam. Danke. Boah, Junge. Ich cool, muss so ich hab schnell... ein Bett. Ja, wie das nice. Hab ich Vielen dir Dank. Gesagt. Aber das ist nicht von mir. Das ist aber awesome. So, dann werden wir jetzt mal hier ein paar Fackeln machen. Und mein Grundstück ausleuchten. Dass hier zumindest kein Creeper oder was spawnt. Ich habe einfach mal schon das Pre-Intro für mein Video. Wie einfach die Spinne auf, wie einfach das Skelett auf der Spinne ist. Boah, und jetzt muss ich auch noch Erde mitnehmen und den sein fucking Loch zustopfen. Obwohl ich den so irgendwie so gar nicht in der letzten Zeit leiden kann. So, jetzt aber.
Ja, liebe Zuschauer, ich habe gesehen, ich habe mal die Shader ausgemacht und es sieht gleich viel besser aus. Guck mal, was ich für ein Schwert habe. Puh, nicht schlecht. Das Rot, warum ist das Rot? Das ist Ruby Sword. Aha. Also, Rubin. Cool. Ich tue mein Bett mal hier rein. Boah. Nicht, dass wir hier viel Platz hätten. Machen wir mal. Ich nehme mal Erde von ihm raus, um mein Loch zu stopfen. Um sein Loch zu stopfen. Ja. Ich glaube mal, das ist okay. Fuck, Alter. Ich wollte ihm nur ein Geschenk machen. So, und bei mir ist alles kaputt. Ich muss mal neu machen. Zack. Das kommt aber davon. Ist das selbst noch schuld? Das kommt davon, wenn er sein Grundstück nicht ausleuchtet. Schon wieder zombiefeindlich, Mensch. So, jetzt da haben wir mal ein bisschen ein paar Sachen, mit denen wir arbeiten können. Und wir sind irgendwie noch gar nicht so weit, dass wir hier richtig schon Dinge bauen können von dem Texture Pack. Ich bin ja mal gespannt, wann es dann so mal so weit ist. Was? Na, dass ich mal Sachen bauen kann, die hier auch irgendwie besonders sind von dem Texture Pack. Momentan bin ich ja damit noch beschäftigt, irgendwie überhaupt irgendwas Danke fürs zum Essen Bett. Und zu trinken zu haben. Goldene Dankeschön fürs Melfie. Bett. So. Das ist jetzt momentan noch ein bisschen egal, wie es hier aussieht. Wir machen es einfach mal, dass es überhaupt funktioniert. Schön können wir dann sowas zum Beispiel mal in einem Livestream machen. Ja, ne? Ich habe richtig Bock, heute vielleicht noch ein Live... Ja, heute ist es blöd, weil man muss ja davor ankündigen, weil sonst kommen ja gar keine Zuschauer, ne? Ja gut, bei mir ist es nicht so, dass ich unfassbar viele Zuschauer hätte. Ja, ich habe vielleicht ein oder zwei vielleicht und du hast wahrscheinlich gar keinen oder so. Vielleicht nicht selber, weil du deinen Stream noch mal selber so... Ja, je länger... Interessant ist ja, je länger man streamt, desto mehr Leute sind tatsächlich dann auch da. Weil die einen irgendwie sehen auf Twitch oder. Ich weiß schon. Oder sozialen Netzwerke, keine Ahnung. So. Boah! Shit, ein Creeper direkt vor meiner Nase explodiert. Ey, komm, wir Alter. Gehen schlafen. Ja, das können wir machen. Was geht? Wo kommt denn der her? Ich glaube, ich muss da oben mal ein bisschen besser abdichten. Bist du schlafen? Moment. Jetzt. Hast du auf die Uhr geguckt, wie lange wir eigentlich aufnehmen? Das sehe ich doch in Outer City. Ich hab sehr gut, sehr gut. So, dann habe ich hier schon mal ein schönes Loch. Da sehe ich auch coole Mineralien. Jetzt lasse ich einfach mal so das Loch. Aber mich interessiert eigentlich, wo kam jetzt der Creeper her? Ich meine, habe ich gesagt, dass ich den Creeper nicht gezündet habe. Dass ich der Creeper war, ne? Wahrscheinlich ist der hier irgendwie reinge... Die kommen ja rein im Prinzip über diese Bergkanten, ja, da ist der nicht so richtig abgedichtet. Ja klar, das ist aber extra so, weil unsere Grundstücke sind einfach so in der Natur reingeschmissen, weißt du? Ja, ja. Ja, deswegen mache ich jetzt hier mal so ein bisschen. Sieht zwar erstmal nicht so schön aus, aber dann ist das ein bisschen sicherer. Ich hab mir einen 1x1 Zaun gemacht für meine Kugel, wo ich mir das hole. Dann kommt morgen eine Folge raus und dann vielleicht übermorgen. Und zwischendurch streame ich einfach, aber das kommt auch komisch rüber, oder? Ne? Wenn ich. Guck, ich stream, aber die Folge, wo ich vorm Stream aufgenommen habe, kommt einfach 2 Tage danach oder so. Das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Das kommt einfach total komisch rüber. Boah, ich hatte so richtig Glück. Die Stadt ist 150 Meter entfernt, Alter. Ich habe gerade so richtig Muffensausen gehabt. Wo sieht man denn das? Auf der rechten Seite, ne? Das sieht man doch in der Karte. Ja, genau, ne? Die untere Zahl ist sozusagen die Anzahl der Blöcke vom Zentrum entfernt, oder? Nein. Sondern? Ha, du. Wenn du dich. Guck mal Richtung Brunnen. Und das und da steht doch so Stadt. Ah, okay, ja, alles klar. Und das ist die Entfernung von diesem Waypoint. Weißt du? Schneeflöckchen, Weißröckchen. Oh,
Ach Gott. So, ich habe wunderbare Schneebälle. Ich kann jetzt, ich gewinne jetzt jede Schneeballschlacht. Wie viel habe ich denn noch zu essen? Das kann ich eigentlich auch mal braten, bevor ich Wenn du Livestream oder so mal machst, ne, und ich auch, dann müssen wir uns mal einladen, ne, zu einer Schneeballschlacht. Ja, auf jeden Fall. Dass du mich da nicht vergisst, ne? Also ich bin auf jeden Fall dabei bei einer Schneeballschlacht im Livestream. Sehr gut, machen wir mal. Müssen wir auf jeden Fall mal machen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Hühnchen gesammelt. Da ist auch noch eins, das nehme ich mit. Das lasse ich mir nicht durch den Lappen gehen. Ich bin blöd. Ich habe mir jetzt, anstatt die Kühe zu holen, bin ich her und habe mir einfach Holz gefarmt. Und habe gedacht, das wären Kühe. Du hast gedacht, das Holz sind die Holz ist Kuh. Ja. Das verstehe ich nicht. So ungefähr. So. Oh, hier ist eine Kuh. Ey, die schule ich aber erst später ab. Hast du mich verstanden? Bleibst du hier? Ja, danke. Ja, wirklich weit kommt man ja bei so einer Folge nicht unbedingt, ne? Ja, ne? Irgendwie, wenn man spielt, ist es immer so kurz. Aber dann, wenn man es anschaut, denken sie, boah, wann ist sie endlich zu Ende? Ich habe keine Kohle mehr. Ich habe keine Kohle mehr. Wo ist meine Kohle hin? Pech, wenn du mir welche gegeben hast. Da habe ich gar kein Mitleid mit dir. Ach nee, ich glaube, ich habe, das Problem ist, wenn man, Fackeln macht, dann nimmt der plötzlich die komplette Kohle und macht daraus Fackeln. Was ein bisschen nervig ist. Hä? Ich dich nicht verstehen kann. Ich brauche unbedingt Diamanten und dann halt so ein Chunkloader. Kommt, Kühe! Komm! Oh nein, es fängt es an. Kühe hinterher ziehen. Kommt. Ja, was eigentlich geil. Ja, aber die Folge geht schon 16 Minuten lang. Ich weiß nicht, ob ich diese 5 Minuten schaffe. Und dann, wenn ich mich auslog, sind ja dann die Kühe einfach so verschwunden, weißt du? Mann, und hier komme ich nicht hoch. Kommt dann Änderungen der Route. Bitte alle hier lang. So, und jetzt geht's los. Kommt hoch, ihr faulen Dinger. Ich weiß ganz genau, dass ihr es könnt. Ja, genau. Alle mir hinterher. Kommt. Ja, ich warte auf euch. Drängt euch nicht immer vor. Ich bin schon langsam genug für euer Tempo. Ich meine, was ihr auf die Rippen habt, das muss man ja eh erstmal tragen können. Kommt, ja. So, hier ist nochmal ein Grundstück. Genau, hier immer, ist immer schön langsam in einer Reihe. Perfekt. Perfekt. Hier ist eine Höhle. Dauert noch ein bisschen, bis ich bei der Stadt bin. Da ist schon wieder. Wir sind umsingelt von Schnee, habe ich so das Gefühl. So. Ja, ne? Jetzt hier mal ein bisschen. Bin echt so umzingelt über Schnee. Hallo? Hi. Oh Mann, wegen dir halten sie jetzt an. Ja, ich bin halt attraktiv für Kühe. Guck hin. Die folgen mir nimmer. Ah ne, ist zu hoch. Da musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe Schafe entdeckt. Nein, die folgen mir jetzt gar nimmer. Ah, doch jetzt. So, und hier werde ich jetzt einfach mal anfangen anzugraben. Ich finde schon die ersten Dinge. Geil. Das ist Kupfer. Hier lang. Genau. Kommt alle mit. Was? Boah, Meadows High. Was ist denn für Scheiß? Das sind einfach so Blöcke, ist zum Beispiel so ein Erdblock, wo da einfach irgendwie so ein Gekraxel drauf ist. Okay. Oh, ich komme einfach komplett beim falschen Grundstück raus. So, dann machen wir hier mal so eine schöne Markierung hin. Hallo. Und dann geht's hier weiter, buddeln wir schön tief rein. Hörst du spricht mich? Jemand mit den Kühen? Ich kann dich hören. Ja, ich meine nicht dich. So, was haben wir denn hier eigentlich für ein Ding? Kopperohr. Golden, erzähl mir doch bitte mal was über Kopperohr. Was kann man damit machen?
Copper-Ore ist ganz wichtig für elektronische Sachen, dass du überhaupt weiter kommst. Copper-Cable, damit machst du dir ein Electronic Circuit und damit kannst du dir erstmal elektronische Gerätschaften wie einen elektronischen Ofen oder sowas bauen. Also okay. Copper ist eigentlich ziemlich wichtig, aber genauso wie Rubber, Redstone, ja. Und Rubber braucht man, um die Stromleitungen abzuisolieren, ne? Oder wie war das? Ja, aber auch jetzt für so, ja, ja. Braucht man, um die Kupferleitungen zu isolieren. Boah, warum willst du nicht übers Wasser, du faule Sau? Nee, es ist keine Sau, das ist eine Kuh. Guck, guck. So, auf die Gefahren hier ein bisschen langweilig zu sein, grabe ich mich jetzt tief hinunter in die Erde, um ja komm, mach schon. Bisschen was zu finden. Ich weiß, dass du schwimmen kannst. Ja komm, jetzt erzähl mal du was, ich rede eigentlich nur immer. Ja, ich brauche noch viele Infos über das, was man hier so alles machen kann. Was ist denn zum Beispiel dein nächstes Goal? Was willst denn du als nächstes bauen? Naja, eigentlich mit Elektrik anfangen, also Generator, Elektrikofen, Messerator, Kompressor, Extractor, sowas halt. Das sind erstmal okay. So die Grundbasics von elektronisch, aber dann will ich auch mit Magie schon mal so ein bisschen anfangen, weil die Zauberstäbe sind ja richtig geil, ne, haben die ja mal gezeigt. Mhm. Und gibt's irgendwie ein Projekt, das du mal bauen willst, irgendwie in, weiß ich nicht, irgendwie einen fetten Turm oder irgendwas in der Art? Also, Das größte Projekt, wo mir alle mit Ressourcen mithelfen müssen, ist ja, dass die komplette Stadt einfach unterirdisch mit Strom versorgt wird von einem so ein Elektrohaus. Mhm. Das ist eigentlich so mein Wunsch. Und da will ich natürlich auch so bald wie es möglich geht anfangen, dass die anderen nicht irgendwie 5 Stunden drauf warten müssen. Ja, was heißt 5 Stunden? 50 Folgen. Ja. Folgst du mir jetzt? Du dumme Kuh. Ich, ja, weiß, gut, ich weiß, dass ihr Zaunphobie habt, aber. Okay, das heißt, die ganze Community wird da eigentlich dran bauen. Ja, größtenteils ich. Ihr müsst mir sozusagen auch Ressourcen zur Verfügung stellen, ja. Okay, und du stellst uns dann Strom zur Verfügung sozusagen. Ja, und jeder muss aber auch seinen Anteil an Strom natürlich, sag ich mal. Ups. Geben. So, dann ist mir gerade meine letzte Spitzhacke kaputt gegangen und dann mache ich mich mal wieder auf den Heimweg. In der Hoffnung, dass ich rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit ankomme und vor Ende dieser Folge. Wie viel nehmen wir da gerade auf? 22 Minuten. Sehr gut, das werde ich gerade noch schaffen, glaube ich. So, ich paar euch mal. Dorfzentrum 170 Meter. Pass auf, wenn ich eine... Weil wenn ich zwei Kühe paar, das eine rauskommt, ne, kann ich doch die eine eigentlich töten. Aber die muss ich gerade töten. Nein, nein. Ach so, lass sie alle am Leben und warte, bis du so genügend 20 hast. Oder so hast. Dann dann kannst du immer ziemlich schnell viele Kühe machen. Und das macht nichts, wenn du mal eine tötest. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, klar. Ich weiß schon. Ich weiß so. Das schon. Wunderbar, gutes Timing. Ich komme nach Hause und die Sonne geht gerade unter. Und die Folge endet jetzt auch gleich. Ja, dann werde ich mal kurz alles noch in den Ofen packen. So, gib mir noch eine Sekunde. Ja, ja, klar. So. Brutschel dich in die Minute gibbeln. Was haben wir da? Da haben wir noch was zu essen. Dann essen wir noch schnell was. Und wir haben tatsächlich auch ein bisschen was geschafft. Dann legen wir schnell das Eisen in den Ofen. Ja, ein bisschen Kohle haben wir auch. Stimmt, dass das einfach weiter brätschelt, ne? Genau, falls jetzt jemand noch auf den Server kommt, dann brätselt das weiter. So, das können wir mal hier beseitigen. Rein, Knochen, Federn. Komm jetzt, wir sind richtig unter Zeitdruck. Komm jetzt. Fertig? Ja. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von wie heißt es nochmal? Power City. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, ne? Tschüss.